Kartäuser. Als Kartäuser wird ein Angehöriger eines römisch-katholischen Ordens bezeichnet, der als Kartäuserorden bezeichnet wird. Kartäuser ist Singular, Einzahl der Kartäuser, Kartäusermönch oder auch die Kartäuser und die Kartäuser eben ein römisch-katholischer Orden. Kartäuserorden geht zurück auf Bruno von Köln. Dieser zog sich 1084 mit 6 weiteren Genossen in die Einsamkeit von Chartreuse bei Grenoble zurück. Die Kartäuser führten ein Einsiedlerleben und trugen grobe Kleidung und ernährten sich von trockenem Brot und Gemüse. 1170 erfuhr der Orden eine päpstliche Anerkennung und er verbreitete sich rasch. Der Wahlspruch der Kartäuser ist Stat Cruxtum Volvitur Orbis, was heißen soll, das Kreuz steht fest, während die Welt sich dreht. Der Kartäuserorden hat auch ein entsprechendes Emblem und das Emblem des Kartäuserordens ist eben die Welt und das Kreuz und die Welt dreht sich unterhalb des Kreuzes. Interessanterweise, dass dort gesagt wird, die Welt dreht, obgleich es ja heißt, dass die Christen im Mittelalter davon gesprochen haben, dass die Erde eine Scheibe ist. Aber mag da auch noch andere Gründe sein. Der Kartäuserorden hat das Gebot des ewigen Schweigens und der Einsamkeit. 8 Stunden täglich sind dem Gebet vorbehalten. Und es gibt zwei verschiedene Gruppen. Es gibt die Patres und die Conversi. Die Patres sind die Väter. Jeder Vater lebt in einer gesonderten Zelle mit Strohbett und Kissen und hat ein Werkzeug für Handarbeiten oder Schreiben. Es gibt eine strenge Askese und die Conversi sind die Laienbrüder, die auch sich bemühen, damit danach zu leben. Gut, der Kartäuserorden ist also ähnlich wie die Karmeliter, ein asketischer Orden. Bei den Kartäusern geht es um das Schweigen, bei den Kartäusern geht es auch um viel Meditation, es geht um Askese, es geht um Fasten, es geht um Vegetarismus. Die Kartäuser, gibt auch einen Orden der Kartäuser-Nonnen, der wurde 1229 gegründet. Kartäuser haben also große Ähnlichkeiten mit den Shramanas im alten Indien. Shramanas sind die Asketen, die an einem Ort sind und meditieren, im Unterschied zu den Sadhus. Die Sadhus sind die Wandermönche und so sind die Karmeliter dagegen, bleiben fest an einem Ort. Im alten Indien die Shramanas eher in der Natur und natürlich in Europa dann in Klosterzellen.